Union Berlin. Der Schiedsrichter der Partie ist Eugen Fritz. Also, unsere Regie, unser Harti hat sich was Neues ausgedacht. Wir haben eine Kisscam jetzt anscheinend. Also, jetzt seid ihr beiden auch dran, ne? Hey, sehr gut. So, liebe Kreissportler Lübbecke, seid ihr bereit fürs Halbfinale? Auf geht's, Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin. Ganz viel Spaß beim ersten Halbfinale 2024. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Halbfinale. Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin. Und der erste Treffer der Partie für Union. Pepe Kischke trifft zum 1:0. Das ging schnell. Halbe Minute gespielt. Die Führung für Union Berlin. Tor für Union Berlin. Tor durch den Spieler mit der Nummer 18. Tor durch Pepe Kischke. Also wirklich Schlag auf Schlag hier. Viertelfinale von der Platte. Und wir spielen sofort das Halbfinale. Wir bringen uns hier mal wieder schnell in die richtigen Aggregatzustände. So, nächster Abschluss und eine ganz starke Parade von Gladbachs Keeper. Konnte die Rückennummer vom Keeper vom Borussia Mönchengladbach noch nicht erkennen. Wir gucken gleich mal und haben dann auch einen Namen parat. Die Gladbacher nämlich mit zwei Keepern hier im Turnier vertreten. So, Union legt ordentlich los hier. Wollen jetzt in ihr erstes Endspiel. Borussia Mönchengladbach hat das schon einmal geschafft im Jahr 2020. Waren sie im Endspiel. Starke Parade hier von Oskar Welsand. Dirk Werbein. Deine Wertsachen liegen am Haupteingang. Einmal zum Haupteingang kommen, Dirk Werbein, bitte. Oh, Fehlpass hier von Barry. Nichts passiert. Ja, Foulspiel richtig entschieden. Arm ging raus. Auch wenn er es da nicht wahrhaben will, aber korrekte Entscheidung. Freistoß auch richtig nach Foulspiel an. Sadu Berry.
Abschlussversuch hier von Brandon Ludwig. Ballbesitz Mönchengladbach. Gladbach noch nicht so richtig drin in diesem Halbfinale. Gutes Turnierverlauf, sehr leicht überraschend, dieser Einzug hier ins Halbfinale. Gegen den VfB Stuttgart schon so der leichte Außenseiter. So, Pepe Kischke am Ball im Aufbau mit Oskar Wilsand. So, langer Ball Richtung Brandon Ludwig. Starker Ballgewinn, starker Ballgewinn. Abschluss von Oskar Engel. Das sieht so aus im Tor bei Borussia. Aydan Jericho mit der 1. Aber das Rätsel auch gelüftet. Gladbacher in der Niederrheinliga unterwegs, dort Tabellensechster. Die Remis-Könige der Liga in 13 Spielen. 4 Siege, 3 Niederlagen und 6 Unentschieden. So, jetzt die große Möglichkeit zum Ausgleich, zum Ausgleich. Treffer für die Borussia. Armin Zbajic. 1-1. Ganz überlegt. Keine Chance für Oskar Wilsand. Foulspieler Alex Schabani. Ja, also die Gladbacher 6 Unentschieden in der Liga. Dass Fußball ein Ergebnissport ist, sieht man hier an dieser Statistik. Tordifferenz der Gladbacher 22 zu 15 als Tabellensechster. Der Spitzenreiter der Liga hat eine Tordifferenz von 22 zu 14. Also nur ein Tor weniger kassiert, ansonsten alles identisch und hat damit 8 Punkte mehr in der Tabelle. Schon beeindruckend. Unioner Tabellenzehnter in der Regionalliga. Ja, auch in einer Liga mit RB Leipzig und Hertha BSC Berlin. So. Eckball für Union. Abstand ist geregelt. Nächster Abschlussversuch. Gute Parade hier von Jericho. Den Keeper der Gladbacher.
So, starker Lauf hier. Öffnet das was? Öffnet das was? Guter Auftakt hier von Abdullah Yildirimmis. Lappas Nummer 8. Ja, und weil Moya immer wieder besondere Momente im Gladbacher Spiel. Hier das Spiel über die Bande und der Treffer für Union Berlin. Und es ist wieder Sadu Berry. Unions Nummer 2. Hier die Einladung über die Bande. Das wollte er genauso. Alex Schabani und Berry. Vollendet. 2-1 Union Berlin. Abschluss geht über das Tor von Armin Spajic. Fünfeinhalb Minuten noch auf der Uhr. Nächster Ballgewinn. Vorteil läuft. Foul an Pepe Kischke. Vier Sekunden abgelaufen, Ballbesitz für Union Berlin, Ball ist bei Brent Ludwig. Union verteidigt es leidenschaftlich. Es ist nicht die hochklassige Partie, es sind nicht die hochklassigen Abläufe hier in diesem Spiel. Es ist viel Wille und es ist die nächste Großchance für Bennett Wilp. Pariert von Aydan Jericho. Dieses Halbfinale lebt ein Stück weit auch von seiner Spannung. So, nächster Abschluss. Daneben Bennett Wilp. Union macht das gut. Union stellt gut zu, dadurch wenig Abläufe. Jetzt vielleicht mal der Abschluss und der geht dann deutlich übers Tor von Josef Belhassen. Sadu Berry legt nochmal quer und jetzt der Treffer für Brandon Ludwig. Klasse vorbereitet wieder. Quer gespielt, dann der Blick ins lange Eck vollendet. Brent Ludwig stellt auf 3-1 für Union Berlin und bringt die Hauptstädter einen großen Schritt Richtung hier erstes Freeway Cup Finale. Sie sind wahnsinnig leidenschaftlich. Sie sind wahnsinnig intensiv gegen den Ball. Freistoß jetzt. Wegen Trikot halten. Abschluss wieder geblockt. Sie schmeißen sich in diese Bälle rein und die Bank feiert es da. Gehen jede Aktion mit.
So, Wilsand mit dem Schussversuch. So ein extrem aufmerksamer Keeper. Oskar Wilsand immer wieder mit dabei. Foulspiel jetzt. 1,5 Minuten vor Ende. Das ist von Gladbach, um ehrlich zu sein, so ein bisschen enttäuschendes Halbfinale. Wenig zu sehen. Aber Wilsa nochmal zusammen mit Brandon Ludwig, der wieder auf der Platte ist. Nächster Schussversuch. Nochmal Ballbesitz, Borussia Mönchengladbach. Wieder Ludwig dazwischen. Wieder Ludwig. Er putzt jetzt alles weg da. Nochmal zurückgelegt. Starker Ballgewinn hier. Und wieder Ludwig da. Das wird der Running Gag über die Bande, klasse gelöst. Bennett Wilp. Bleibt im Spiel, Bennett Wilp, 2 gegen 2. Quergelegt auf Oskar Engel. Oskar Engel kommt in der Mannschaftsposition. Nein. 40 Sekunden. Gladbach bräuchte jetzt sofort ein Tor. Cleveres Foulspiel von Oskar Engel. Weil es den Spielfluss nimmt, weil es Dynamik nimmt, weil sich Union wieder positionieren kann. Nächste Aktion. Tor war frei, mit den Füßen geklärt. Jetzt aber, nein, ihm will kein Tor gelingen. Bennett Wilp in diesem Halbfinale. 22 Sekunden. Union kurz vor Finaleinzug. Gladbach probiert es nochmal. Wieder feiert die Bank. 14 Sekunden. Schaut euch das an. Es ist packend. Sie schmeißen alles rein. Ballgewinn Union Berlin. 4 Sekunden auf der Uhr. Das war's. Union Berlin. Im Finale um den Freeway Cup. Gleich geht's weiter mit Bayern gegen Mainz. Dann suchen wir den Gegner für Union Berlin. Für das Team und die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Vielen, vielen Dank für das tolle Turnier und die tollen Spiele. Glückwunsch zum Einzug ins Finale an Union Berlin.